Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hergefunden habt. Wir werden heute gemeinsam die Gedanken, Gefühle und auch die kommenden Schritte deines Gegenübers auslegen. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Ja, bevor wir damit anfangen, ich habe jetzt wieder ein neues Subliminal hochgeladen oder auch, ja, bald sind es auch dann zwei. Und zwar ist das ein All-in-One-Subliminal. Das heißt, da sind so viele Affirmationen drauf gesprochen für fast alle Lebensbereiche. Liebe, Schönheit, Glück, Beziehungen, Reichtum, Gesundheit, Familie, also Berufsleben. Die kannst du dir auch im Kommentarfeld dann immer durchlesen. Ich habe sie da reingeschrieben oder reinkopiert. Genau, wenn du daran interessiert bist, ich verlinke das Subliminal hier am Ende diesen Videos und mache auch einen Link in das Kommentarfeld. Dann kannst du direkt draufklicken. Okay, dann fangen wir jetzt mit der Gedankenebene an, deines Gegenübers. Dann schauen wir mal, was ist da gerade auf der Gedankenebene. So, was haben wir hier? Okay, hier ist die Heilungskarte gefallen. Okay, also hier beschäftigt sich dein Gegenüber gerade mit der Heilung. Lass mich mal weiterschauen, damit wir da näher reinschauen können. Wir haben hier einmal die Königin der Stäbe, den Ritter der Stäbe, okay. Ups, da sind noch zwei gefallen. Die Sechs der Münzen und die Kraft, okay. Ja, um da näher reinzuschauen, würde ich noch die ein oder andere Secret Key Karte nehmen, ne? Um da einfach nochmal in die Tiefe zu schauen. Aber ich habe hier schon einen ersten Impuls. Ich möchte mal gerne auf die Sechs der Münzen eine Klärungskarte haben. Die ist mir aber hier richtig hingefallen. Ja, das bestätigt auch meine Intuition. Dann auf den Ritter der Stäbe noch. Da haben wir die Hochzeit, die Hochzeit und auf die Kraft. Das ist super interessant, die Orgonit Obelisken. Das ist auch nochmal die Klärung von Fremdenergien, beziehungsweise hat auch etwas mit Heilung zu tun. Also, was ich hier wahrnehme zurzeit, idealisiert dein Wunschpartner dich hier, ja, auf der Gedankenebene. Er beschäftigt sich mit der eigenen Heilung und, Entschuldigung, und sieht dich einfach als einen sehr besonderen Menschen, ja, sehr ausstrahlungsstark, sehr starke Aura, sehr starkes Charisma, einfach auch eine super starke Anziehungskraft, die ich hier wahrnehme, ja. Und dein Gegenüber liebäugelt auf den Gedanken zumindest schon mal damit, ja, ein bisschen tüchtiger in eurer Verbindung zu werden, mehr reinzugeben, mehr rein zu investieren vor allem auch und dir gegenüber auch verlässlicher zu sein, ja, und hier auch gerade mit dem Ritter der Stäbe und der Hochzeit beziehungsweise der Hochzeit sehe ich hier, dass dein Gegenüber tatsächlich mit der Heilung, durch die er gerade geht, das Ziel sozusagen vor Augen hat, verbindlicher dir gegenüber zu werden, ja, weil er dich tatsächlich schon als den oder die richtige Person in dem Leben oder in Bezug auf eine Verbindung hier einfach auch sieht, ja, genau. Und er weiß aber auch, dass er jetzt erstmal durch einen gewissen Heilungsprozess hier gehen muss, um seine, sag ich mal, Frequenz zu erhöhen, ja, um tatsächlich auch in die Kraft zu kommen, dann auch wirklich diese Verbindlichkeit an den Tag zu legen, also auch wirklich in das Handeln zu kommen. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall sieht dich dein Gegenüber als die richtige Person mit einer sehr, sehr starken Anziehungskraft und die Dinge möchten hier auf jeden Fall auch geändert werden. Genau, vielleicht hast du diesen Menschen erst gerade kennengelernt oder ihr kennt euch schon länger, ja, oder ihr hattet irgendwelche Probleme. Das ist in jeder Situation anders, deswegen schau bitte, ob es deine Legung ist, denn es sind allgemeine Legungen auf YouTube. Was haben wir auf der Herzgegend? Ja, es ist sehr, sehr still gerade. Lass mich mal weiterschauen. Das ist vielleicht auch tatsächlich die Heilung, wo dein Mensch gerade durchgeht. Ne? Vielleicht hat er dazu tendiert, die Mauern immer hochzuziehen, niemanden an sein Herz ranzulassen. Und das hat ihn eben vielleicht auch darin gehindert, in diese Verbindlichkeit mit dir zu gehen. Aber die Anziehungskraft, die ist hier tatsächlich sehr, sehr stark. Ja, so dass dieser Mensch das tatsächlich auch ändern möchte, was ich hier wahrnehme. Ups, hier hat sich eine kleine Karte dazwischen geschummelt. So, dann schauen wir jetzt mal. Was kriegen, ups, hier haben wir einmal schon die Liebenden. Wir haben das Ass der Münzen. Das sind schon mal sehr schöne Karten. Und wir haben den Magier und die Sieben der Schwerter.
So, da möchte ich noch mal gerne auf den Magier und auf die 7 der Schwerter eine Klärungskarte haben. Hier haben wir die Kirche auf den Magier und auf die 7 der Schwerter haben wir Engel des Sanftmuts. Ah, okay. Ja, das ist genau das, diese Mauern hochziehen. Ne? Also hier, weil die, der Engel des Sanftmutes steht ja auch für die Herzöffnung, aber mit den 7 der Schwertern ist es ja eben genau das Gegenteil. Das Herz ist verschlossen, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass dein Gegenüber spürt, dass eben jetzt diese Mauern hochziehen ihn auch nicht weiterbringen, ne, in seinem Leben. Das spürt er. Das ist irgendwie wie so auch ein Gefühl, was er gerade als Erwachung sozusagen wahrnimmt auf der Herzgegend, ja. Denn eins spürt dein Gegenüber. Euch beide hier als Liebespärchen, als Verbindung, ja, als das perfekte Match sozusagen. Und er spürt auch, ja, diese Verbindlichkeit, also er spürt dieses feste Band zwischen dir und ihm, ja, und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe das Gefühl, dieser Mensch steht sich zurzeit noch selber im Weg, spürt aber, dass das Mauern hochziehen eben das Problem ist, was eure Verbindung vielleicht bis hierhin immer sabotiert hat, ja, und es nicht weitergekommen ist oder Unzufriedenheit da hochgekommen ist. Und hier nehme ich tatsächlich gerade ein spirituelles Erwachen wahr bei deinem Gegenüber. Ja, also auch gerade mit dem Magier. Das heißt, man spürt das erst, aber dann irgendwann auch spürt man oder hat man diesen Drang, das eben auch umzuwandeln, also auch wirklich in diese Heilung zu gehen und wirklich auch den Mut zu haben, die Mauern fallen zu lassen. Ja, das haben wir hier eben auch sozusagen, dass wir dann eben in die Herzöffnung gehen, weil zurzeit ist es wirklich noch so, dass noch die Mauern hochgezogen sind, aber da arbeitet sozusagen gerade dein Gegenüber mit der Heilung. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass eben euer Band, dass der Motivator sozusagen dafür ist, weil ich das Gefühl habe, der Gedanke, dich zu verlieren, scheint hier größer zu sein als die Angst, jemanden in sein Herz zu lassen, also wirklich die Mauern fallen zu lassen. Lass uns mal schauen, wie es weitergeht. Okay, hier haben wir ja die Ablenkungen. Das ist sehr interessant, was zu Verzögerungen kommen könnte. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was das Tarot sagt. Wir haben hier einmal die 8 der Stäbe. Wir haben die 9 der Schwerter, die Gerechtigkeit und die 9 der Münzen. Okay, dann lass uns nochmal die ein oder andere Karte abklären. Und ich möchte auch nochmal die Distracted-Karte mal abklären. So, schauen wir mal. Ah, okay, hier ist das Labyrinth gefallen. Dann möchte ich mal auf die 9 der Schwerter eine Klärungskarte haben. Okay, die Witwe, ne, das ist einfach so auch noch diese Trauer. Vielleicht seid ihr auch gerade getrennt oder ihr habt gerade sehr, sehr wenig Kontakt, ja. Aber lass mich mal weiterschauen. Ups, wir haben hier den Geldautomat. Und also der jetzt nicht nur für die Finanzen, sondern der steht auch für die Sicherheit. Einfach, und da wir in Bezug auf die Liebe jetzt hier auch schauen. Und lass uns nochmal auf die 9 der Münzen schauen. Das Lampenfieber. Und dann nehmen wir auch nochmal alle. Okay, die 8 der Stäbe. Guck mal, die Kommunikation ist auch auf die 8 der Stäbe gefallen. Super interessant. Also, ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber ja in die Heilung gehen möchte. Er spürt, was das Problem ist. Ich habe das Gefühl, dass er gerade durch gewisse Phasen geht. Mal vermisst er dich unheimlich, möchte dich unbedingt zurück und dann wieder so, ach, was soll das, ich lenke mich jetzt ab, damit ich keinen Schmerz mehr spüre. Ne? Aber ich nehme tatsächlich wahr, das kommt immer wieder zurück, dieser Schmerz. Ne? Er versucht zwar eine gewisse Zeit, sich irgendwo auch ein bisschen abzulenken, vielleicht auch viel mit Freunden zu treffen, sich in die Arbeit zu stürzen, um sich von diesem Schmerz einfach auch wirklich abzulenken. Ja, genau, weil dieser Schmerz, den sieht man hier, diesen Verlust sieht man hier sehr, sehr stark bei deinem Gegenüber.
Einfach diese Enttäuschung. Ja, was habe ich nur getan? Was bin ich hier eigentlich? Was laufe ich hier eigentlich für eine Gefahr, etwas Großes in meinem Leben zu verlieren, was signifikant ist? Ja, und hier ist sehr, sehr viel Traurigkeit auch bei deinem Gegenüber. Sehr viel Enttäuschung liegt hier und eben auch das große Gefühl des Verlustes. Deshalb. Auch wenn dein Gegenüber sich immer mal wieder irgendwie versucht abzulenken, ja, wie gesagt, entweder mit zu viel Arbeit, mit Freunden treffen oder vielleicht auch Netflixen, kommt dennoch immer wieder dieses Gefühlschaos hoch, ja, weil der Schmerz scheint diesem Menschen schon sehr nah ranzugehen. Und deshalb, ja, wird er hier auch, wir haben hier zweimal die Kommunikation liegen, ja, aber man muss auch sagen, dein Gegenüber hat hier auch ganz viel Lampenfieber. Das ist ja in jeder Situation anders, ob er dann schlussendlich den Mut dann hat, dich wirklich sozusagen nach einem Treffen zu fragen, ja, ist natürlich immer auch sehr unterschiedlich, aber du wirkst zurzeit so unabhängig auf diesen Menschen, so als wärst du gar nicht in einem tiefen Loch oder du lebst einfach dein Leben weiter, du wirkst glücklich irgendwie, du wirkst irgendwie voller Selbstvertrauen und dadurch eben kommt so ein bisschen so dieses, vielleicht schiebt er das auch so ein bisschen immer auf, weil er dann wirklich auch Angst hat, dich zu kontaktieren, weil er tatsächlich echt Angst hat, dieser Verlust könnte tatsächlich auch langfristig sein, dass du gar nicht darauf eingehst, auf sein Angebot oder ne, dieses, was vielleicht auch in der Vergangenheit zwischen euch beiden geschehen ist. Aber er weiß auch, er muss jetzt unbedingt eine feste Entscheidung treffen, ja, was eben auch mit Sicherheiten zu tun hat, gerade jetzt auch in eurer Verbindung. Ja, deswegen, also wenn ich das jetzt hier so sehe, das Kartenbild, er weiß, dass vieles sein Problem war durch diese Mauernhochzieherei. Er möchte in die Heilung gehen, weil die Anziehungskraft zu dir ist einfach unheimlich stark. Ja, die kann dieser Mensch nicht loslassen. Genau, er versucht zwar immer mal wieder hin und her sich abzulenken von diesem Schmerz, durch den dieser Mensch gerade geht, aber es wird immer wieder hochkommen und ja, er hat dich ganz, ganz feste im Visier sozusagen und spürt auch dieses ganz starke Band, hat aber ein bisschen auch Lampenfieber, ja, dich zu kontaktieren und deswegen könnte ich mir jetzt gerade bei den Energien hier vorstellen, wird das hier nicht von heute auf morgen kommen, die Kontaktaufnahme, sondern vielleicht noch ja, ein paar Tage, Wochen ins Land ziehen, bevor er diesen Mut eben auch hat, dich tatsächlich auch zu kontaktieren, ja? Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss!